Hallo Leute und herzlich willkommen zu meiner ersten Runde Fortnite Battle Royale im High Explosive Modus. Ein Modus, wo es, soweit ich weiß, nur Granatwerfer und Raketen gibt. Ich habe das Spiel noch nie vorher gespielt. Es ist halt wie PUBG, nur ein bisschen animehafter. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich vorhabe, wo ich hin soll. Ich würde sagen, dann gehe ich mal hier runter. Und wir schauen mal, was sich so tut. Muss ich den ziehen oder zieht er sich gleich automatisch wieder? Das wäre nämlich gut zu wissen. Er zieht sich automatisch, das ist gut. Wir müssen überleben. Das ist auf jeden Fall Hauptsache. Sturm baut sich zusammen. Oh, hier kommen ganz schön viele runter. Komm, komm. Kann ich irgendwie schneller landen? So. Bisschen Holz. Au. Hör auf. Geil. Geil. Das hat super funktioniert. Ich war wahrscheinlich der Einzige aus meinem... Das Problem an diesem Modus ist, es sind immer Teams. Und wie ihr hier seht, nicht auffüllend. Es sind also wohl immer Teams, die hier spielen. Und jetzt habe ich mal auf Auffüllen geklickt, beziehungsweise ist automatisch ausgesucht. Jetzt versuche ich mal mit einem Random Team eine Runde zu spielen, ob das dann vielleicht besser klappt. Nur dafür muss die Runde gleich wieder starten. So, wir haben ein Vierer Random Squad. Oh, Pock, Pock, Pock. Er ist bei mir, Imperium. Ceres und da hinten Mr. Hamanuli. Oder so eine Art. Und Alter, dieses Geräusch ist so widerlich laut, ne? So, mit Q wechsle ich die Dinger. Okay, hier kann ich natürlich nichts bauen, weil ich nichts habe. So. Mal gucken, ob unser Team einen Plan hat. Retail Row. Einer ist schon draußen. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Komme ich überhaupt bis da hinten, wo wir markiert haben? Das sieht mir nämlich sehr weit aus. Kann ich mit... Nee, ich kann mich nicht mit Alt umgucken, okay. Oh, das könnte sogar funktionieren. Ist das hier unter uns Retail Row? Ist es tatsächlich. So. Da oben ist irgendwas Blaues. Da muss ich rein. Und noch ein blauer. LOL. Ja, klar. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Was ein Scheiß. Gut, wir spielen jetzt eine normale Runde, weil das geht mir tierisch auf den Sack. Du neuer Modus verfügbar. Ja. Überlebe alleine in der Schlacht. Einheit, schließe dich mit einem anderen zusammen und behaupte mit an. Ist das dieser 50 gegen 50 Modus? Oder nicht? Nee, komm, wir machen jetzt erstmal ein Solo.
Dann gibt es vielleicht ordentliche Waffen und vielleicht auch mal einen Kill für mich. Und nicht direkt aufs Maul. Warum hatte ich denn gerade eine Schlaganimation, wenn ich gegen ihn geschlagen habe, aber jetzt nicht mehr? Und warum habe ich immer einen anderen Skin? Da oben liegt was, juhu. Ja. Da unten liegt auch noch was. Was ist hier eine Schrotflinte, oder? Ganz schön laut, die Schrotflinte. Warum muss die alte nachladen, aber kann trotzdem schießen? So, wann geht die Runde los? Wo sehe ich das? Habe ich hier irgendwo einen Timer? Ne, ich glaube nicht. F1. Wie kann ich denn jetzt... Ne, das will ich nicht. Material. Ach so, okay. So wechsle ich das Material. Ich glaube, der Bus ist da. Ups, die der Schlachtenbus in 7 Sekunden, okay? 5, 4, 3, 2, 1 und los. Gut, dann öffnen wir mal die Karte. Von da kommen wir. Ziemlich auffällig eigentlich. Ich versuche mal nach Tomato Town, oder? Ne, wir gehen mal zum Dusty. Hier sind mir jetzt schon zu viele rausgesprungen wieder, ne? Ich versuche darüber zu kommen. Und hoffe, dass das... Oh nein, da ist schon einer. Zwei. Kann ich nicht irgendwie schneller landen? Wahrscheinlich nicht. Guck mal, da sterben schon die ersten. Komm, geh kaputt. So, jetzt haben wir schon mal eine Schrotflinte. Raus wollte ich nicht. Hallo? Ah, hier geht's auch noch raus, okay. Da ist was Lilanes. Ein Jump. Ist das so ein Jump-Hit? Es ist ein Jump-Hit, tatsächlich. Da haben wir noch was anderes zum Schießen auf Entfernung. Komm! So, da haben wir unseren ersten Kill. Holz. Oh, der Herr hatte einen Schildtrank. Oder die Dame. So. Hier war noch eine Kiste. Ach, die hat er gelootet, okay. Oh, ich renne gerade aus der Zone raus. Was ist das denn hier? Eine Disco-Granate? Gibt es Disco-Granaten? Hier ist irgendwo noch eine... Hier muss irgendwo noch eine Kiste sein. Ich höre eine. Kann ich hier alles kaputt machen eigentlich? Tatsächlich. Da oben ist die Kiste. Nee, F3 muss ich drücken. Jetzt mal im Ernst, wo ist sie denn? Keine Ahnung.
Also ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Mal hier die Tür, die Wand aufkloppen. Da ist sie. Ja, super. So, hier haben wir eine Sniper. Ich würde mal sagen, die tausche ich gegen die. So, bis jetzt ist es auf jeden Fall besser als die letzten zwei Runden. Wir haben schon einen Kill. Sieben Schuss dafür. Magazin ist voll. Mal ein paar Steine noch mitnehmen. Hallo, lass doch nach. Stirb. Schön. So, da hätten wir jetzt schon mal einen zweiten Kill. Ich hoffe, dass jetzt keiner darauf nur gewartet hat, dass ich ihn kille. So, was haben wir denn hier? Hab ich selber. Nehme ich. Was ist das? Ja, das scheint es gibt. Was hab ich jetzt gemacht? Oh, ich hab meine Schrotflinte weggeworfen. Da schmeiße ich einfach meine Schrotflinte weg. Kann man mal machen. So, hier war Holz drin. Und das war's auch. Sehe ich das richtig? Man kann sich nicht. Da hat sich einer hochgebaut. Man kann sich hier nicht hinlegen. Ups. Ah, ich bin gleich da, wo ich eigentlich spawnen wollte, okay. Ne, das war keiner. Ja, hier wird schon gelootet sein. Würde mich wundern, wenn nicht. Ja, hier ist auf jeden Fall schon gelootet. Nein, hier dran. So, schauen wir mal. Hier oben haben wir noch Holz. So, ich sehe keinen. Ich hab voll das. Oh. Da sieht mich aber einer. LOL. Ja gut. Mach ich mal hier wie die Oberpros.
So, jetzt muss ich irgendwie da hoch, mal kurz gucken, was er an Loot hatte. Dem habe ich dann aber einen astreinen Schuss gegeben, würde ich mal so behaupten wollen. Was war das? Ein Airdrop? Ja, ein Airdrop. Hey, wie komme ich hier? Oh nein. Fuck. Wait. Nein. Warum wurde er auf mich geschossen? Sich einer was? Der hatte kein Dings da. Der hat auch ein Schild! Nein! Scheiße. Wie viel Leben? 18 habe ich geworden. Na, er hat auch noch einen Schildtrank. Glaube ich jetzt nicht. Match-Statistiken. Was bringt uns das? Wir haben 3 Kills gemacht, 0 Assists, Ziel Wiederbelebung 0 Stück, logischerweise Zielgenauigkeit 26%, 36, da, von den 3 Kills sind 2 Kopfschüsse, zurückgelegte Distanz 1,83 Kilometer, gesammelte Materialien, verwendete, erlittener Schaden, Schaden an Spielern, Schaden an Gebäuden. Ja gut. Ja Leute, das war's mit meiner ersten Folge Fortnite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch einen guten Rutsch, weil heute, wo ich es aufnehme, ist der 31. Dezember. Ich glaube, ich lade es auch gleich noch hoch. Schönen Abend noch.